Moin Moin, privat meine Genossen, ich bin der Arschenwurf für PMCOM, zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. So, mit uns sehen wir den richtig geilen Evo 10, den wir in der letzten Folge zusammen mit noch ein paar anderen Autos aufgebaut haben. Heute werden wir noch ein paar weitere Autos aufbauen, aber ich habe mir überlegt, zwei Drift-Autos zu bauen. Und zwar werden wir diese Supra hier, wo ich nur die ganzen Fahrzeuge da aktualisieren muss, die werden wir noch zum Drift-Auto aufbauen, aber zuerst noch ein anderes. Da muss ich noch gucken auf der Liste von Schwabun, ob wir da noch einen Hecktriebler haben. Wenn ja, werde ich den noch nehmen, den aufbauen zum Drift-Auto und dann die Supra. Wenn nicht, werden wir uns ein Drift-Auto aussuchen. So, hier nochmal aktualisieren. Jetzt gucken wir noch auf die Liste. Evo 10 hatten wir. Toyota 2000 GT, den hatten wir noch nicht. Da muss ich noch gucken, ob das Hecktrieber ist. 370Z, den hatten wir noch nicht. Accord Type R hatten wir noch nicht. Ich glaube, den Accenter 225Z, den hatten wir noch nicht. Die Subis hatten wir. Den G35 hatten wir. Genesis Coupé, den müssten wir, glaube ich, auch haben. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ne, den haben wir nicht. Ne. Genesis Coupé haben. Oh doch, den Accent haben wir doch wohl. Ist ja der Mazda gewesen. Ich dachte, das wäre ein Nissan. ja, G35, den RX7, den F. Okay. Okay, ich gucke erstmal nach dem 2000er GT. Dem Toyota. Gucken wir mal. Ich denke mal, das ist schon ein bisschen älterer Wagen, aber natürlich nicht so. Ich so. Nein. Oh. Das ist schon mal ein 2000er GTR. Aber das ist ein einfacher. Dann haben wir hier noch einer. Das ist ein GT4. Was ist das denn, Prius? Was ist das denn? Okay, so ein Prius habe ich noch nie gesehen. Von wo ist 2002? Okay. Der erste Hybrid im Massenprojekt, okay. Ja, von dem Wagen habe ich noch nie was gehört, beziehungsweise was Bilder gesehen. Also, okay. Also ich finde gerade irgendwie momentan kein 2000 GT. Habe ich das richtig aufgeschrieben? Toyota 2000 GT. Da stelle ich mich gerade übelst blöd dann, okay. Dann suche ich den Wagen halt. Dann suchen wir den Wagen. 2000. Einfach mal 2000. 38 Autos. Ach so, ein 2000 GT. Ja, genau. Ah ja, wunderschön der Wagen. Thunder Silver, Solar Red oder Pegasus White. Ich glaube, das ist ein Hecktriebler, aber eigentlich möchte ich den nicht zum Drift-Auto umbauen. Okay. Dann, was haben wir denn noch so? Haben wir 370Z, der wäre noch zur Auswahl. Oder vielleicht noch ein 180 bis 200 SX, aber das ist ein nicht detailliertes Auto, aber ein detailliertes Auto braucht man ja nicht unbedingt fürs Driften. Da würde ich mal sagen, wir nehmen den 370Z. 370Z, nicht 370 GT. Na, auch gut. Es gibt kein 370Z im Spiel. Ne? Ja.
Dann gehen wir eben nach innen. So. Das ist 350er. Es gibt kein 350 Set, what the fuck? Bin ich jetzt blöd oder bin ich jetzt blöd? Das ist jetzt komisch, warum ich hier keinen 370 Set finde. Muss doch einer hier drin sein, oder nicht? Oder bin ich verblödet jetzt und sehe den nicht? Da ist doch ein 370 Set, aber der heißt nur Fair Lady Z, ey. Na gut. So, dann wird der jetzt zum Drifter-Auto umgebaut, genauso wie unsere Supra. So, in welcher Farbe nehmen wir dich? Brilliant Silver. Haben wir das nicht schon? Aber egal. Ja, dann hätten wir Gelb, ne. Eigentlich würde die 370Z gerne in Rot nehmen. Wir nehmen den in Rot. Nice. Aber warum heißt er nicht 370Z? Warum heißt er hier Fair Lady ZZ34? Na gut, es ist eine Fair Lady, aber halt, ne? 370Z könnte da ruhig im Namen da enthalten sein. Ah, naja. So, dann geht's wieder ans optische Tuning. Jawohl, zwei Bodykits. Mhm. Nee. Da kommt auf jeden Fall das hier drauf. Mal gucken, ob ich einen Spoiler drauf machen werde. Aber irgendwie passen Spoiler nicht so ganz auf einen 350 bis 370Z drauf, meiner Meinung nach. Wenn dann halt so eine kleine Lippe oder sowas, so ein Mini-Spoiler. Ja, genau, genau. Übertreib's halt. Mein Black Panther hat den drauf gemacht, aber ich mach den nicht drauf. Dann mach ich lieber diese kleine Lippe drauf. Sowas passt eher schon auf diesen, auf diese Art von Auto. So, und sonst gibt es nichts. Gut, jetzt ab zu den Felgen. Na, was für Felgen wird denn auf dir drauf passen? Höchstwahrscheinlich TE37er. Würde ich mal ganz blöd schätzen, ne? Ja. Trotzdem noch mal ein bisschen durch. Wir machen die TEs drauf, und zwar die in Silber. Die passen ganz gut. Man muss nicht unbedingt immer schwarze Felgen drauf machen. Eigentlich wäre es jetzt auch egal gewesen, welche Farbe ich genommen hätte. Ich hätte die jetzt eh wahrscheinlich umlackiert. Also werde ich die jetzt umlackieren. Und zwar in Metallic. Brilliant Silver, würde ich sagen. Yes. Ja,
So, und dann wird der Wagen jetzt noch komplett aufgebaut, eingestellt und dann geht's ab auf die Strecke. Um ein bisschen zu driften. Oder mache ich das aber dann hier im Einstellungsmenü, da geht's auf jeden Fall viel schneller. So, da kommen erstmal Komfortmittel drauf. Dann wird das hier rein eingestellt. Wir machen mal auf 80, nicht auf 70. Dann der Sturz machen wir mal so. Nein, nein, boah. Nee, das muss so und dann hier 3. Hier die Spur ein bisschen runterdrehen. Ein bisschen härter machen hier. Einmal gleich. So, Antrieb, Getriebe. Der wird da auch natürlich für anderes Pass rauf. Auf 270 erstmal runter. Erstmal noch während der Fahrt gucken, wie gut die Gänge übersetzt sind und welcher Gang jetzt der Driftgang ist. Meistens ist es ja eigentlich immer der dritte, manchmal ist es der vierte. Hier muss man gucken. Und dann das Getriebe passenderweise richtig übersetzen. Na, ich will da hoch. So. Einlass. Wir können einen Kompressor einbauen. Warum kann ich auf dem 350 und 370Z nur einen Kompressor einbauen, aber kein Turbo? Wir machen den trotzdem drauf. Wir brauchen Power. Da kommt der Downforce weg. Eine Gewichtsreduzierung rein. Und noch eine Carbonmotorhaube in Lackfarbe. Und damit ist der Drift 370Z fertig. Und der sieht nice aus. Das Bodykit, das sieht gut aus. Und hoffentlich hat er richtig geile Endrohre. Ja. Ich liebe diese Titan-Auspuff-Endrohre, ne? Die sind einfach so geil. Nice. So, jetzt will ich driften. Natürlich auf Suzuka. Mal gucken, wie der Wagen sich so handeln wird. Man muss ihn natürlich. Ist wahrscheinlich noch was einstellen müssen, damit der nicht gut fahren lässt. So. Okay, wir haben Whispin, das ist gut. Der dritte Gang ist schon mal der Driftgang, würde ich sagen. Boah, das Heck sieht mal ganz schön breit aus hier. Das ist sehr schön. Der dreht bis 9000 Touren, leck mich am Arsch. Ah, ich probiere immer noch die 360-Entry hier. Auf der Strecke. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht, aber es kommt aufs Timing an. Ich glaube, der dritte Gang ist ein bisschen zu lang noch. Es dreht mir noch ein bisschen zu weit raus. Das sind wie bei Forza und Gran Turismo irgendwie gleich. Wenn man in einem höheren Gang eine Kurve driftet, trägt es einen viel weiter raus, als wenn man in einem niedrigeren Gang driftet. Aber so driftet er sich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, muss man nur noch das Getriebe etwas kürzer noch einstellen und dann ist alles perfekt. Na, nicht perfekt, nichts ist perfekt, aber sehr gut. Ja.
Auf jeden Fall auch ein sehr gutes Drift-Auto. Wie gesagt, noch ein bisschen einstellen und dann ist alles sehr, sehr gut hier. Dann kann ich mal hier den Fotomodus ausprobieren. Muss ich noch ein bisschen zurückspulen und dann den richtigen Zeitpunkt einfangen. Ich probiere es mal aus. Habe ich noch nie ausprobiert hier den Fotomodus. Ja, ich weiß, bla. So, kann ich auch hier runter? Ah, kann man. Ah, genau. So. Ups. Na, okay, das ist irgendwie doch scheiße. Egal. Ich kriege auch so gute Thumbnails ohne diesen Fotomodus hier. So. Jetzt noch die Supra. Und dann haben wir zwei neue Drift-Autos. Jetzt müssen wir noch irgendwann den Drift Skyline kaufen. Aber wir haben noch ein paar Folgen, bevor vorzeitig rauskommt. Sondern ich nochmal kurz das Fahrzeug aktualisieren. Und dann können wir die Supra aufbauen. So, Komfort Mittel bitte. Dann, ja, wir lassen ja auf 75. Dann werde ich nochmal alles ein bisschen härter einstellen. So, dann kommt hier vorne mal auch wieder 3 Grad und hinten 1,5. Ja, 1, egal. So, dann natürlich noch Getriebe. Machen wir erstmal auf der 270, würde ich sagen. Dann das hier rein. Dann das auf 40. Dann hier das rein. Das rein. Dann die ganze Power muss hier noch rein. Hier können wir einen Turbo einbauen, das ist sehr schön. Dann kommt ja auch der dickste Turbo rein. Und dann noch den Downforce runterdrehen. Gewichtsreduzierung und eine Motorhaube. Da ist der Wagen auch fertig. Nice, okay, den haben wir schon einmal gesehen. Jetzt können wir schon mal direkt fahren. Nowly driftet er sich jetzt auch so gut wie die Fair Lady gerade. Aber wir werden ja gleich sehen. So, auf geht's. Ja, wie spin, vor allem. Ja, hier müsste man das Getriebe. Oh Gott! Vielleicht ein etwas längerer setzen, damit der dritte Gang auch gut ausfahrbar ist, sag ich mal. Ja, Reverse Entry, come on. Oh, schade. Na. Okay, der ist ein bisschen schwerer zu driften, der ist super hier. Hier ist es der vierte Gang, der Driftgang.
Okay, und da habe ich ihn weggeworfen. Okay, diese Uhr ist ein bisschen schwerer zu driften. Man muss halt nur alles richtig einstellen, dann geht auch alles. Läuft auch alles rund. Ja, auf. Ey, warum ist denn jetzt der Super? Ne? Okay. Irgendwie mag mich die Super nicht. Na gut. Na, wie gesagt, muss man noch alles richtig einstellen, dann läuft alles rund. So, wie viele Autos. Ja, ich gucke nochmal nach, wie viele Autos uns noch von der Liste fehlen. Erstmal will ich wieder in die Fairlady einsteigen. Und dann auch in den Showroom gehen. So. Uns fehlt noch der 2000 GT. Dann noch ein Aqua Type R, der fehlt uns noch. Die Subarus haben wir. Den ISF bräuchten wir noch. Ein Genesis Coupé. Eine Stargea 260S. Das ist dieser Allrad-Kombi Nissan Skyline. Und noch ein 180 bzw. 200 SX. Das sind doch die Autos, die uns fehlen. Von der Liste von Schwabuno. So, dann würde ich jetzt noch an der Stelle sagen, wir sind dann in der nächsten Folge von Let's Play Race Royale Grid, genau. Nein, von Gran Turismo 6. Das wird dann hier.